Akrapovic ist einer der Serienpartner der IDM und einer, der seit Jahren mit diesem Haus vertraut ist, ist MGM-Teamchef Michael Galinski. Michael, beschreib mal, wie deine Partnerschaft mit Akrapovic aussieht. Ja, wirklich, ich mache ja nur Rennsport. Eigentlich erst 26 Jahre selbst gefahren und dann als Teamchef lange Jahre und bin jetzt hier in der Blue Crew Family in Deutschland auch so ein bisschen der für die Technik verantwortlich ist. Und wir haben unser eigenes MGM-Team noch. Und auch da werden wir, gefühlte 25 Jahre, aber ich würde mal sagen, die letzten mindestens 15 Jahre von Akrapovic unterstützt. Und zwar also nicht mit Material unbedingt, aber auch mit Know-how. Was ich da wirklich sagen kann, ist, dass die eine wahnsinnige Passform haben, weil wir müssen auch manchmal in der Werkstatt mal verbauen und da liebe ich es immer wieder, wenn ich eine Akra in der Hand habe. Und von der Leistung her waren wir immer dabei, immer zufrieden. Die bekommen am Anfang, wenn neue Modelle bekommen die von uns Motorräder und da kommt immer das Bestmögliche zurück. Das heißt also, es ist keine einseitige Partnerschaft, sondern du warst durchaus auch eingebunden in den Punkt der Entwicklung. Ja, und zwar ist das heute nicht mehr ganz so, weil man muss sich vorstellen, die Akrapovic ist immer größer geworden, immer hochtechnologisierter. Früher sind wir noch selber mit dem Motorrad hingefahren und haben mit Slauko bei Akrapovic noch, waren wir noch auf Leistungssuche, auf dem Prüfstand. Heute geht das ein bisschen anders, das heißt, wir stellen das Motorrad noch von dem jeweiligen Hersteller und dann machen sie eigentlich alles in Eigenregie und ja, und wir sind mit dem Ergebnis bis jetzt immer absolut zufrieden. Inwieweit betrifft das denn die komplette Yamaha-Bandbreite in der IDM? Ihr seid ja nicht nur bei den Superbikes, sondern auch in vielen der kleineren Kategorien umfassend vertreten. Richtig, also wir haben alles, was Yamaha fährt, das heißt der Blue Crew Cup ist mit Akrapovic ausgerüstet, genauso wie unsere 600. Wir fahren in der Stocksportklasse mit Akrapovic, wir fahren in der Supersport, wie auch in der Superbike-Klasse Akrapovic. Das hat nicht nur damit zu tun, dass Yamaha damit verbunden ist, das ist natürlich schön, sondern auch, weil es für uns als Team MGM einfach das beste Produkt auf dem Markt ist. So, und dann ist natürlich immer die Frage, inwieweit profitiert die Serie von den Entwicklungen, die auf der Rennstrecke im Rennsport getätigt werden. Wie sieht da der Zusammenhang aus? Ja, es wird natürlich da immer schwieriger, weil Abgasnormen immer strenger werden, Geräusche immer mehr limitiert werden. Da ist es natürlich ein bisschen eine andere Schiene. Also bei uns beim Rennsport kommt es darauf an, sie muss leicht sein, die Anlage. Die muss absolut top passen und natürlich sehr viel Leistung haben. Dann musst du die Geräuscheregeln einhalten. Wir haben ja in jeder Klasse ein anderes Geräuschlimit. Das sind da so diese Main Points, ne? Und worauf es auf der Straße mehr ankommt. Wo kann ich da noch das ein oder andere Pferdchen finden? Aber mit Katalysatoren, mit den Regeln, mit Euro 5. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer. Aber auch dahin geht die Entwicklung. Schönen Dank, Michael Galinski. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Akrapovic, dann kommt uns doch einfach mal persönlich besuchen vor Ort bei der IDM.